Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute stelle ich euch diesen tollen Farbtupfer in der Landschaft vor. Ein Roadcar 540. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Wohnmobil man bei einem Grundpreis von 35.000 Euro auch schon bekommt, wo man vielleicht auch den einen oder anderen Abstrich machen muss, aber was dieser Roadcar 540 alles kann. Wir schauen uns alle Maße und alle anderen Details an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Lasst uns ein bisschen aus diesem grauen Wetter ausbrechen und den Roadcar 540 in diesem wunderschönen Tizian Rot mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Viel Spaß dabei! Bevor wir mit dem tollen Roadcar 540 ansehen, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Einfach hier unter dem Video auf Kanal abonnieren drücken, dann die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr auch in Zukunft immer mal eine Nachricht, wenn wir neue Videos machen. So seid ihr immer up to date. Heute schauen wir uns aber im Detail diesen wunderbaren Roadcar 540 an. Was mir immer besonders gut gefällt, ist, wenn ich mich hier so umgucke, haben wir relativ viel Silber, Grau und Schwarz. Alles im Einzelnen ultra schicke Autos. Aber wenn man dann so einen Farbklecks dazwischen hat, denke ich immer wieder, das ist cool, man sollte viel mehr rote Autos fahren. Das, was ihr hier seht, ist die Serienfarbe Tizian Rot. Das heißt, das kostet nicht mal Aufpreis. Jetzt haben wir es sehr, sehr grau. Da kommt die richtige Strahlkraft des Rots vielleicht noch gar nicht so richtig zur Geltung. Das ist ein richtig leuchtendes, schönes Rot. Grundsätzlich muss man vielleicht eingangs beim Roadcar sagen, wir haben ja verschiedene Marken, die wir vertreten. Und Roadcar stellt bei uns im Prinzip das Einstiegssegment dar. Das heißt, wir haben hier bei dem Roadcar 540 ein Fahrzeug, was wirklich einen Grundpreis von unter 35.000 Euro hat. Und da ja auch schon Heizung, Kühlschrank, Warmwasserboiler, Bett und alles mit drin ist. Das heißt, prinzipiell kann man sagen, für 35.000 Euro könnte man so ein Fahrzeug kaufen. Dann kommen ehrlicherweise noch ein, zwei, drei Kleinigkeiten dazu. Das schauen wir uns nachher im Auto nochmal genauer an. Aber so wie er hier steht, kostet das Auto knapp über 40.000 Euro und hat Radio, Rückfahrkamera und alles mit dabei, was man braucht. Der Roadcar 540 ist in der Roadcar-Baureihe das kompakteste Fahrzeug. Also bei Roadcar gibt es verschiedene Grundrisse. Die sind 540 so wie hier. Und dann gibt es auch noch einen Roadcar 600 und einen Roadcar 601 mit 6 Meter und einen langen 636er auch. Aber so wie ihn hier steht, ist es wirklich der 5,40 Meter lange Wagen. Das heißt, er ersetzt mehr oder weniger einen Pkw. Und das merken wir auch immer wieder, dass die Motivation der Kunden, so ein Auto zu nehmen, ist zu sagen, wo man sagt, ich will wirklich reisen, ich will wirklich klein und wendig unterwegs sein, nicht so auffällig. Na gut, das Rot ist jetzt vielleicht mit nicht so auffällig nicht genau die richtige Farbe. Aber ein Auto, was einfach wirklich einen Pkw ersetzt. So wie er hier steht, ist er serienmäßig. Das heißt, wir haben zulässiges Gesamtgewicht von 3,3 Tonnen. Serienmäßig kommt er auf den 15 Zoll Felgen, so wie er da steht. Und wir haben jetzt auch, damit es nicht so als Wohnmobil zu erkennen ist, noch keine Markise dran oder sonstige Dinge mit dabei. Ihr habt beim Roadcar immer die vorgehängten Fenster. Da haben wir uns ja schon sehr häufig drüber unterhalten. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo beim Roadcar ganz bewusst drauf geachtet wird, wo kommt die Preisdifferenz her. Die Vor- und die Nachteile habe ich ja immer schon mal in den Videos gesagt. Grundsätzlich kann ich das noch mal kurz dazu sagen, dass die Rahmenfenster gelten so ein bisschen als mit besserem Windwiderstand, besserer Isolierung und sind zumindest die teureren und auch hochwertigeren Fenster. Bei den vorgesetzten Fenstern habe ich immer so ein bisschen den Vorteil, dass das den Ausschnitt in der Wand überdeckt und damit so eine, ich sag mal, Mini-Markisenfunktion hat. Das heißt, auch bei einem leichten Regen habe ich nicht gleich Regen von der Seite mit drin. Aber das ist sicherlich einer der Punkte, wo man so eine Einstiegsvariante erkennen kann. Ansonsten ist der Wagen von außen wirklich ein ganz normaler Ducato. Und wenn wir schon mal hier bei diesem scheußlichen Wetter einen Blick in dieses wunderschöne Fahrzeug werfen, dann kann man gleich sagen, der Roadcar ist ein Auto, was super modern, schlicht und ergreifend einfach ein Auto ist, was ihr dann so ein bisschen durch Individualisierung nach eurem Stil anpasst. Aber es ist einfach was, was mich anspricht, weil es hell, freundlich und einladend ist, wenn man reinkommt. Seit dem letzten Modelljahr haben wir den Grundriss ein bisschen geändert und wir haben jetzt auch hier den Kühlschrank auf der Stirnseite mit dabei.
gibt ja bei den Kühlschränken momentan zwei verschiedene Konzepte. Entweder die Türen, die ganz weit rumschwenken, oder die beidseitig angeschlagenen Türen. Ich glaube, wenn die Tür so weit rumgeht, wie es hier der Fall ist, glaube ich, hat das weder Vor- und Nachteile. Also es passt einfach gut und es ist immer wieder bemerkenswert, wie cool das ist, dass wir die Kühlschränke jetzt alle hier vorne haben, weil man einfach von innen und von außen wunderbar rankommt. Beim Roadcar ist es so, dass ihr ein Basic und ein Chassis-Paket habt. Das Chassis-Paket, wie der Name schon sagt, deckt sehr viel vom Fahrzeug ab. In dem Basic-Paket für das Fahrzeug sind solche Sachen wie die Fliegengittertür hier hinten mit drin. Das heißt, auch auf solchen Ebenen braucht man auf gar nicht viel verzichten. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen, dass Roadcar eine Tochterfirma von Pössl ist. Der Wagen wird im gleichen Werk wie die Pössl D-Line gebaut, das heißt quasi zusammen mit dem Twin, Roadcamp, Roadcruiser, mit den ganzen Pössl-Modellen, die ihr aus unseren anderen Videos schon kennt, und ist bewusst einfach als zusätzliche Linie dort vorgesehen. So, ich würde vorschlagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein und gucken uns an, was uns an diesem schicken Auto gefällt oder eben auch nicht. Also grundsätzlich muss man vielleicht mal zum Einstieg sagen, wir haben jetzt hier natürlich einen 5,40 Meter Wagen und ich bin eher so ein 6 Meter Typ. Ich bin einfach ein kleinen Tick zu groß für die 5,40 Meter Autos. Man darf immer nicht unterschätzen, will ich ein vernünftiges Bett, eine vernünftige Nasszelle und eine vernünftige Küche bei 5,40 Meter haben, dann geht das zu Lasten von dem Rest, der bleibt, und das ist halt leider die Sitzgruppe. Bei allen 45ern, das ist jetzt kein Thema des Roadcar 45, ist es halt ganz klar so, dass es hier relativ eng ist. Um euch da mal ein realistisches Maß zu geben, wir haben hier unser Maß von dem Sitzpolster bis zur B-Säule knapp 75 cm und bis zur Nasszellenwand hier oben knapp 89 cm. Da haben wir oft Werte, die irgendwo so hier oben um 1 Meter sind mindestens. Das heißt, da hat man schon deutlich mehr Stauraum. Man sieht das ja auch auf den ersten Blick, dass der Tisch schmaler ist als in den meisten Fahrzeugen. Aber dafür haben wir eben ein schönes Bett hinten. Grundsätzlich ist der Tisch hier frei verschiebbar. Und um der Schmalheit entgegenzuwirken, haben wir natürlich auch das, was sich in dem Pössl Kosmos, also auch bei Roadcar, Alternativtisch nennt. Und der ganze Tisch so, wenn er ausgefahren ist, haben wir mit 1,25 da bis außen, beziehungsweise 83 cm hier beim Tisch und eine Breite von 37 cm, das ist halt etwas kleiner als in den meisten anderen Fahrzeugen. Was bei jedem 45er für Menschen wie mich eben etwas schwieriger ist, ist das genaue Gegenübersitzen voneinander. Hier wird es einfach, ich bin schon relativ weit vorne mit dran, aber da muss man eben gucken, dafür seid ihr eben auch 60 cm kürzer und das ist in der Wendigkeit des Fahrzeugs natürlich auch ein echtes Brett und bringt einen auch richtig nach vorne. Grundsätzlich kann man bei dem Roadcar 45 den Toll auch für Familien aufstocken. Zum einen könnt ihr hier relativ einfach vorne ein Zusatzbett bauen, das wird hier einfach quer gebaut, und ich kann alle Roadcar-Modelle auch mit Aufstelldach bestellen. Das heißt, dann habt ihr echte vier Schläfer, die mit dabei sind, oder mit dem Bett hier unten sogar fünf Schläfer. Bevor wir uns den weiteren Details hinten im Fahrzeug, oh guck mal, so kalt hier, Schnee auf dem Dach, normalerweise wäre es hier drin auch heller, aber wir haben gedacht, vom Film reicht das so, da oben liegt so dick Schnee auf der Haube, das ist für uns in Norddeutschland, ihr Süddeutschen werdet da alle drüber lachen, für uns ist hier gefühlt echter Winter. Ich glaube, ich habe seit anderthalb Jahren hier nur ein paar Tropfen gesehen, und dass mal so ein kleines Häufchen irgendwo liegen bleibt, kenne ich tatsächlich nicht mehr. Ist aber für die Kinder, bei uns reicht das schon, um den Kindern eine große Freude zu machen. So, aber zurück zum Thema. Wir haben hier den Roadcar 45. Grundsätzlich, um euch mal ein bisschen eine Idee zu geben, dieses Fahrzeug hier
hat jetzt die 140 PS als Motor, ist als Basisfahrzeug der Citroën Jumper. Ihr habt ja immer bei Pössl und bei Roadcar die Wahl zwischen Citroën und Fiat und bei einigen Modellen sogar auch noch dem Peugeot. Wo man bei dem Roadcar nicht drumherum kommt, ist auf der einen Seite, das nennt sich Mega-Chassis-Paket. Das gibt es für den Fiat und für den Citroën. Da ist der größere Dieseltank, Ersatzrad, Klimaanlage, Tempomat, Radiovorbereitung, Beifahrer-Airbag, Traction Plus, Lederlenkrad, LED-Tagverlicht, eine stärkere Lichtmaschine und der Ladebooster mit drin. Also ich sag mal so ein bisschen Grundabdeckung des Basisfahrzeugs mit allem, was wirklich wichtig ist. Und es gibt, wie bei den meisten Marken, auch hier ein Paket, was den Aufbau zusammenfasst. Das nennt sich bei Roadcar Basic Paket. Da ist die elektrische Einstiegsstufe, die Fliegengittertür, eine größere Dachhaube über der Sitzgruppe und solche Sachen mit dabei. Die beiden Pakete, das Chassis-Paket kostet ungefähr 2200 Euro, das Basic-Paket fürs Auto ungefähr 1000 Euro und der Wagen im Grundpreis knapp 35.000 Euro. Und wenn ich mir dann angucke, mit dem Einlegeboden in der Dusche, wir haben hier eine automatische Gasflaschenumschaltung mit dabei, wir haben Radio mit Rückfahrkamera schon mit dabei, Fahrradträger ist hinten an der Tür mit dran. Wenn ich das alles mit zusammenpacke, dann habt ihr am Ende eine Summe der Listenpreise von ungefähr 43.500 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Wir haben ja jetzt den Wechsel gerade kurz hinter uns. Da gibt es auch noch einen kleinen fairen Nachlass von uns drauf, sodass ihr irgendwo Anfang 40.000 Euro wirklich ein schick zusammengestelltes, schönes Auto habt. Da sind dann auch so kleine Spielereien wie so ein USB-Adapter für die Lichtschiene schon mit dabei. Sicherlich kein großer Posten, aber was, wenn ihr in euren Roadcar konfiguriert, solltet ihr auf jeden Fall ein oder zwei dieser USB-Steckdosen mit dazu nehmen, weil serienmäßig jetzt nicht so unendlich viele Steckdosen vorhanden sind. Und die kann ich eben genau wie die Lampe, da habt ihr ja auch die Spots, die man einfach durch Drehen rausnehmen kann und überall wieder einsetzen kann, ist das total praktisch. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Küche aufgeteilt ist und gucken mal, ob das an Arbeitsfläche und solchen Dingen für eure Bedürfnisse reichen wird. So würdet ihr ungefähr stehen, wenn ihr den Ausblick aufs Meer genießt, während ihr das Essen hier zubereitet. Vom Küchenblock haben wir einen relativ großen Küchenblock, finde ich. Der ist mit 1,16 und hier vorne der Arbeitsfläche 45 cm mal ja, 38,5. Also eine richtig schöne Abstellfläche. Ist das eine Fläche, wo ich glaube, ich mehr kann ich bei einem 45er einfach nicht erwarten. Was mir auffällt durch den Kühlschrank hier auf der Stirnseite, fehlt so ein bisschen die klappbare Arbeitsplatte, die hier ist. Die ist ja aber einerseits durch die schöne Arbeitsfläche hier und durch den Tisch ganz dicht mit dabei absolut gegeben. Wir haben hier ganz typisch für ein 5,40 Meter Fahrzeug einen klassischen Zweiflammkocher, natürlich mit einer elektronischen Zündung, ein kleines Waschbecken, das ist jetzt auch nicht gewaltig groß, aber würde für mich für alles reichen, 27 mal ungefähr 22, 23 cm. Und was mir ganz positiv auffällt, ist, bei vielen Fahrzeugen wird hier der Schrank rausgezogen. Dadurch, dass der weggelassen ist, fühle ich mich hier nicht so eingeengt. Das ist ja schon alles bei so einem Auto relativ knapp, aber der Schrank stört mich hier überhaupt nicht und ich kann mich frei bewegen. Ich stoße mir den Kopf beim Reinkommen nicht und auch wenn ich hier am Arbeiten bin, fühle ich mich absolut, absolut wohl. Ich denke, der Schrank hier oben gehört wahrscheinlich mit zur Küche. Das ist einfach ein normales Staufach, nichts Besonderes. Praktisch hier unten mit einer kleinen Ablage, da ist auch eine Rüttelkante mit dabei. Dann haben wir hier die Bedienung für den Kühlschrank auf der Stirnseite und hier nochmal zwei Schränke. Einmal mit Einlegeböden, die ihr rausnehmen könnt, dann hier die Besteckschublade und mal gucken, ob ich das aufmachen kann. Hier unten nochmal und auch da mit schönen rausnehmbaren Einlegeböden, dass man, glaube ich, den Raum wirklich gut nutzen kann. Gefühlt ist die Stehhöhe wie bei irgendwie einen halben Zentimeter mehr als bei den meisten Fahrzeugen. Oder ich habe heute die flachen Schuhe an. Was haben wir denn hier? 1,89,5. Nee, dann habe ich einfach die durch Frost leicht eingezogene Haltung. Scheint dann etwas kälter geworden zu sein. Also knappe 1,90 an Stehhöhe. Insgesamt finde ich, wenn man sich so umguckt, ist das alles sehr, sehr sauber gemacht. Auch die Kanten, wenn man guckt. Ist es tatsächlich auch der ganze Stauraum, wenn ich sehe, wie die Gasleitungen verlegt sind. Das ist alles sauber gemacht, sodass es nicht mehr so wie früher ist. Kaufst du was Günstigeres, ist es quasi schrottig, sondern hier ist einfach bewusst das Preis-Leistungs-Verhältnis noch mal eine Stufe nach unten. Nee, das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der gleichen Ebene gelassen, aber alles eine Nummer günstiger und einfach durch Weglassen einiger Dinge. Wir haben hier zum Beispiel im Vergleich zum Pössl nicht die elektronische Zuziehhilfe mit dabei, dass die
Tür elektrisch rangezogen wird. Zur Fahrerhausverdunklung habt ihr einen Vorhang und kein Faltplissé. Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht lebensnotwendig sind. Und bei Roadcar sagt man halt ganz bewusst, das ist ein Auto, es kann alles, was man können muss, um einen tollen Urlaub zu machen. Nur, ich sage jetzt einfach mal, den technischen Firlefanz, die Spielerei, die sicherlich auch viele komfortable, schöne Features mit dabei hat, lassen wir einfach ganz bewusst weg, um ein Fahrzeug im super attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Ja, gegenüber von der Küche haben wir die Nasszelle und die ist, ich gehe mal kurz vor und setze mich mal hier auf Toilette, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in einem 5,40 Meter Fahrzeug sind. Und in 5,40 Meter Fahrzeugen kann ich normalerweise nicht gut auf Klo sitzen. Hier geht das absolut. Wir haben ein Waschbecken, das echt ein amtliches Format hat in der Größenordnung. Wir haben hier unten ein kleine Ablage mit dabei. Wir haben einen riesengroßen Spiegel. Wir haben, wenn ihr kein Aufstelldach bestellt, die Dachhaube oben mit dabei. Wir haben, das ist zwar eine Option, aber hier mitbestellt, das Fenster in der Nasszelle mit dabei. Das geht ja bei vielen 45ern, wie zum Beispiel bei Pössl, bei dem Summit 45 nicht. Und dann haben wir hier vorne zusätzlich nochmal einen geschlossenen Schrank, eine kleine offene Ablage und nochmal zwei offene Ablagen, sodass ich wirklich sagen muss, und obwohl ich jetzt auf dem Einlegeboden der Dusche stehe, fühle ich mich hier nicht beengt. Ich sehe immer zu groß aus den Nasszellen, da kann man jetzt gerne drunter schreiben, sag nicht immer, das Auto ist groß. Für mich ist das im Verhältnis zu anderen 45ern groß und ich bin im selbst ausgebauten VW-Bus aufgewachsen. Ich finde das mega komfortabel hier drin, auch wenn ich sehe, dass der Kasten voll ist, wenn ich drin stehe. Das ist aber ja mein Problem und nicht ein Problem des Autos. Also grundsätzlich einfach eine Nasszelle, wo man sagen muss, geht. Hier kann ich mir sogar vorstellen zu duschen. Das ist mit einem Vorhang natürlich nie so 100% komfortabel, aber zum Saubermachen wird es reichen. Und sonst haben wir das coole Fenster in der Nasszelle, um draußen duschen zu können. Ich finde, wir nehmen jetzt mal das Maß vom Heckbett und gucken, ob wir großen Menschen da hinten auch ins Heckbett reinpassen und ob so ein 45er wirklich für uns eine Alternative sein könnte. Auch hier hinten einladend, hell und freundlich. Was Roadcar hier ganz geschickt macht, ist, dass sie bewusst auf Fenster links und rechts verzichten. Man könnte optional eins dazu bestellen, aber so ist die Liegelänge einfach ein bisschen länger, als wenn ich da noch Fensterrahmen mit drauf habe. Und wir haben hier, wir gucken mal, was haben wir hier. Hier haben wir 1,94 in der Länge und wirklich Matratze bis zur Nasszellenwand sind 1,30. Das ist zum Fensterrahmen immer noch mal eine Ecke mehr. Und hier auf der Seite 1,35. Klassisches 5,40 Meter Bett, würde ich sagen. Nicht riesengroß, aber absolut ausreichend. Obwohl wir uns im preislich gesehen im Einstiegssegment befinden, haben wir hier eine Matratze, die sich komfortabel anfühlt und haben darunter auch ein schönes Lattenrost, sodass dem gemütlichen Schlafen an den traumhaften Orten, wo ihr hinfahrt, eigentlich nichts im Wege stehen sollte. Und auch darunter, das ist dann wieder ganz klassisch dem Grundriss geschuldet, haben wir natürlich hier einen Stauraum. Ich würde mal ganz sagen, quadratisch praktisch gut. 91 cm breit. Von der Kante aus hier 1,21 tief. Die Tür geht ja noch ein bisschen weiter nach hinten. Und hier unter dem Bett eine Höhe von 73,5 cm. Und ich nenne das mal die Einfahrtshöhe hier drunter. Da habe ich nicht auf den Knopf gedrückt, nochmal. 69 cm. Also so, dass man auch da, ich sag mal, Kite-Equipment oder irgendwas in der Richtung hinbekommt. Ja, alles in allem muss man sagen, 45 oder 6 Meter ist, glaube ich, einfach absolute Geschmackssache. Was man aber bei beiden Längen ganz klar sagen kann, ist, dass so ein Roadcar auf jeden Fall eine echte Alternative ist. Man muss sich halt bewusst sein, welche Dinge man weglässt. Vieles davon, wenn ihr jetzt sagt, es gibt auch viele Leute, die den Roadcar kaufen, weil sie ihn einfach schöner finden als ein anderes Modell, weil ihnen das Holz, die Kombination aus dem hellen und dem Holz besser gefällt. Viele der Dinge, die weggelassen sind, können wir ja hier ohne weiteres wieder einbauen. Und so mit Radio-Rückfahrkamera und allem ist der Wagen ja ein vollwertiges, tolles Auto. Er wird den kommenden Besitzern auf jeden Fall wahnsinnig viel Freude bereiten. Worauf ich ein bisschen achten würde, wenn ihr, gerade wenn man ein bisschen mutigere Farben nimmt, so wie das Rot hier, dass man die Anbauteile, die wir dran machen, dran anpasst. Gerade so ein Fahrradträger, den gibt es in Silber oder Schwarz.
Das ist ein Weltenunterschied, ob der silber oder schwarz ist. Und gerade so ein rotes Auto mit schwarzen Anbauteilen spricht mich immer wieder absolut an. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der letztes Jahr einen Roadcar 45 gekauft hat. Der ist weiß. Der hat sich jetzt 18 Zoll Felgen drauf gemacht und die auch weiß gemacht. Das Auto ist einfach wahnsinnig schick. Gefällt mir richtig gut. Schöne Grüße, falls ihr zuguckt. Ja, alles in allem denke ich, ihr habt einen ganz guten und hoffe ich, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Roadcar 45 bekommen. Für Fragen, die auftauchen, schreibt einfach unten was in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Auswahl eures richtigen Fahrzeugs und hoffe, dass wir euch mit unseren Videos da ein bisschen zur Seite stehen können. Viel Spaß und bis bald. Alles Gute.